Weißt du, was heute für ein Tag ist? Heute ist mein letzter Tag hier im Krankenhaus. Ich werde heute entlassen. Ich muss nur noch eine Untersuchung mitmachen und dann darf ich endlich nach Hause. Und mein Vater holt mich endlich ab. Wie, Jonas? Heute ist dein letzter Tag? Dann bin ich hier ja ganz alleine. Das ist aber blöd. Ja, Ronny, aber ich muss auch endlich mal nach Hause. Ich war schon so lange hier im Krankenhaus und meine Eltern kommen endlich wieder. Die waren ja auf Geschäftsreise. Und ja, wir sehen uns bestimmt irgendwann in der Schule wieder. Ja, ist okay. Dann nerv ich dich irgendwann anders mal. Dann wieder in der Mittagspause oder so in der Schule. Einen schönen guten Tag, ihr beiden. Ronny und Jonas. So, was habe ich hier auf der Liste? So, einmal Ronny. Du musst auch später nochmal in die Untersuchung. Aber hier eine erfreuliche Nachricht. Jonas, heute ist ja dein letzter Tag. Wir müssen nochmal deinen Gips kontrollieren. Der hat sich ein wenig aufgelockert. Und dann darf ich dich heute nach Hause entlassen. Das ist doch eine gute Nachricht. Jonas, dann mach mich mal fertig. Dann schiebe ich dich jetzt mal gleich rüber in den OP-Saal. Super, Jonas. Setz einfach fest, dann schiebe ich dich einmal rüber. Und Ronny, du kannst dich auch schon mal fertig machen. Ich werde dich dann so in 15 Minuten nochmal abholen. Das wird ja heute entlassen und ich wusste es nicht. Ich muss mich ja doch irgendwie rächen für die ganzen Pranks, die ihr mir in den letzten Tagen hier bei mir gemacht habt. Was mache ich denn nur bloß? Irgendwas muss ich mir noch einfallen lassen. Nanu, was denn das? Ich glaube, der Doktor hat da was vergessen. Oh ja, der Oberarzt hat da irgendwie sein Werkzeug vergessen. Und Moment mal, ich könnte damit ja was machen. Ich habe da schon eine Idee. Ich könnte hier ein bisschen rumschrauben. Dann drehe ich noch ein bisschen. Da könnte ich noch was abmachen. Ja, jetzt ist sein Rad locker. Ha! Das wird bestimmt witzig. So, jetzt schnell zurückbringen und so tun, als wäre nie was passiert. So, Jonas, wir müssen einmal in den Ausweich-OP-Saal. Du weißt ja, oder nein, du weißt ja gar nicht. Das mit dem Feuer zu der Narkose war ja schon echt heftig. Aber naja, das ist eine andere Geschichte. Folgendermaßen, wir werden dich jetzt erstmal darüber legen lassen und dann können wir ja anfangen. So, und dann gucken wir uns mal deinen Gips an. Oh ja, da sieht man schon, das ist doch sehr locker. Das müssen wir auf jeden Fall nachziehen, beziehungsweise wir werden dir einen neuen Gips verpassen. Und da brauche ich. Oh, wo ist mein Werkzeug? Oh nein, ich glaube, ich hab's da drüben vergessen bei dir im Zimmer. Jonas, warte mal hier eine kurze Sekunde und dann komme ich wieder. Ganz schön blöd von mir, mein Werkzeug da liegen zu lassen. Naja, Jonas, wie gesagt, ich brauche ein paar Minuten, ich bin gleich wieder da. Hallo Ronny, hast du zufällig hier mein Werkzeug gesehen? Ich glaube, ich hab's hier vorhin liegen lassen. Ihr Werkzeug? Oh, ich glaube, das liegt da auf dem Tisch. Oh ja, in der Tat, Ronny. Vielen, vielen Dank. Dann werde ich mal schnell zurück zu Jonas gehen und wir sehen uns dann nachher nochmal. Puh, das war aber knapp. Fast hat der Oberarzt mich erwischt. Das ging aber nochmal gut. So, Jonas, hier bin ich auch schon wieder. Und dann gucken wir uns das mal an. Okay, es löst sich immer mehr. Okay, das werden wir dann einfach komplett abmachen und dir einen neuen Gips verpassen. Super, Jonas, das hätten wir schon mal geschafft. Das werden wir dann erstmal entfernen und wegschmeißen und dann hole ich dir einen neuen Gips. So, Jonas, und dann bekommst du von mir diesen Gips hier mit ein paar Kleeblätter drauf. Hoffentlich bringen die in Zukunft viel mehr Glück als sonst auch hier mal zum Krankenhaus. Oh ja, das sieht ja richtig cool aus. Viel besser als das alte. So, fertig würde ich mal sagen. Das Ganze sitzt jetzt bombenfest. Dann können wir dich jetzt eigentlich jetzt auch entlassen. Das sollte erstmal halten. Und ja, Jonas, ich würde sagen, wir sehen uns dann jeweils zweimal in der Woche nochmal wieder zur Kontrolle. So, Jonas, ich schieb dich da schon mal wieder zurück und dein Vater müsste auch gleich dann hier sein, um dich abzuholen. Oh ja, endlich sehe ich meinen Papa wieder. Und ich kann endlich wieder nach Hause mit meinen Sachen spielen. So, Jonas, dann warte ich hier noch mal ein bisschen. Ich werde erstmal zurück ins Büro gehen und werde die restlichen Papiere machen und dann hole ich dich nachher wieder ab und schieb dich dann nach unten. Alles klar, dann warte ich hier so lange und pack dann meine Sachen oder meine restlichen Sachen besser gesagt. So, Ronny, das sind wohl unsere letzten Minuten zusammen hier als Zimmerpartner. Ich muss echt sagen, das war anstrengend mit dir, weil du immer genervt hast. Und ja, hoffentlich sehen wir uns erst wieder in der Schule wieder. Ach, Jonas!
Auch wenn wir nie beste Freunde sein werden, irgendwie werde ich dich vermissen. Ach, Ronny, jetzt hör auf doch zu lügen. Und ja, ich muss sagen, die Pranks an dir haben echt Spaß gemacht. Ja, ja, Ronny, Jonas. Du und Marvin, ihr beiden, ihr seid echte Chaoten. Aber ich sag immer, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ha! So, ihr beiden, hier bin ich auch schon wieder. Papierkram ist erledigt. Jonas, dann würde ich sagen, wir bringen dich jetzt erstmal hier nach unten. Mach's gut, Ronny. Wir sehen uns dann in der Schule wieder. Tschüss, Jonas. Wir sehen uns in der Schule wieder. Ciao. So, Jonas, dann müssen wir nur noch auf dem Fahrstuhl warten und dann können wir runterfahren. Entschuldigung, Herr Hauptdoktor. Mein Rollstuhl bewegt sich von alleine. Herr Doktor? Hallo, Herr Doktor. Können Sie sich das kurz angucken? Okay, Herr Doktor, mein Rollstuhl bewegt sich. Ich roll die Treppe zu. Herr Doktor! Oh nein, das sieht nicht gut aus. Herr Hauptdoktor! Herr Hauptdoktor, helfen Sie mir schnell! Oh nein, ich falle gleich die Treppe runter. Oh, oh, oh nein! Jonas, geht's dir gut? Jonas, sag doch schnell was! Jonas, Jonas! Schwester, Schwester, komm Sie schnell! Mein Bein! Mein Kopf! Mir tut alles weh! Oh nein, Jonas! Oh mein Gott! Oh nein, dein linkes Bein sieht nicht sehr gut aus! Ich glaube, mein Bein ist gebrochen! Jetzt habe ich mir alles gebrochen! Jonas, beruhig dich! Wir werden schnell mit dir eine Not-OP durchführen. Schwester, Schwester, bereiten Sie alles schnell vor. Das kann doch nicht wahr sein. Am letzten Tag bricht Jonas sich doch was anderes Bein. Oh nein, aber zum Glück ist das kein schwerer Bruch. Aber vorsichtshalber werden wir es trotzdem zugipsen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der arme Jonas. Jetzt hat er einfach eine Kopfverletzung, zwei gebrochene Arme und zwei gebrochene Beine. Mann, Mann, Mann. Immer wieder Jonas. Das kann doch nicht gut sein. Hey Freunde, das war es leider auch schon wieder für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Genauso könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren, damit ihr keine Abenteuer mehr mit uns verpasst. Um auf Nummer sicher zu gehen, klickt ihr am besten auf die Glocke. Des Weiteren findet ihr hier an der Seite weitere tolle Geschichten. Klickt einfach drauf. Wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Tschüss!